Hallo zusammen. Wir müssen noch ein bisschen über die Wiedergeburt sprechen. Wir wissen ja bereits, Wiedergeburt hat was mit dem Karma zu tun. Alles, was existiert, das gesamte Dasein, unterliegt dem Gesetz des Karma. Das Karma, Sie erinnern sich, das ist das Kausalgesetz, das bestimmt, wie die Prozesse ablaufen, aus denen die gesamte Realität besteht. Nun, und eine sehr wichtige Funktion des Karma ist es zu bestimmen, wie unsere Wiedergeburt aussieht. Beides hängt also sehr eng miteinander zusammen, das Konzept des Karma und das Konzept der Wiedergeburt. Einerseits ergibt sich natürlich die Wiedergeburt aus dem Karma. Also das Karma ist dasjenige, was festlegt, wie der Prozess weiterläuft, das heißt, unter welchen Bedingungen unsere Wiedergeburt stattfindet. Und auf der anderen Seite ist die Wiedergeburt natürlich auch ein wichtiger Faktor, um zu erklären, warum es das Karma gibt oder vielleicht besser gesagt, um die Existenz des Karma begründen zu können. Vereinfacht gesagt bedeutet Karma ja, tue Gutes und es wird dir gut gehen, tue Schlechtes und es wird dir schlecht gehen. Nun sieht es aber des Öfteren im Leben so aus, als würde es den Leuten, die Gutes tun, gar nicht unbedingt immer gut gehen. Und noch viel öfter sieht es im Leben so aus, als würde es den Leuten sehr gut gehen, die eigentlich sogar ziemlich viel Schlechtes tun. Wie ist das zu erklären, wenn es doch das Gesetz des Karma gibt? Nun, der Buddhismus sagt, das Karma ist unerbittlich, das Karma gilt immer und ohne Ausnahme. Wenn es aktuell so aussieht, als würden Menschen Gutes tun und es würde ihnen dennoch schlecht gehen, dann ist das nur aufgeschoben. Das karmische Gesetz kennt keine Ausnahmen. Auf schlechte Taten werden schlechte Konsequenzen folgen und wenn nicht in diesem Leben, dann eben im nächsten. Das heißt, mit Hilfe des Konzepts der Wiedergeburt lässt sich die Idee eines karmischen Gesetzes deutlich plausibilisieren. Nun, aber was ist jetzt eigentlich Wiedergeburt? Also, Wiedergeburt ist ein ziemlich wichtiger Bestandteil der buddhistischen Philosophie und auch der buddhistischen religiösen Praxis. Allerdings, es ist auch leicht misszuverstehen. Und gerade das buddhistische Konzept von Wiedergeburt weicht ein bisschen von dem ab, was wir und auch andere normalerweise unter Wiedergeburt verstehen würden. Der Buddha ist nicht der Erfinder dieser Idee der Wiedergeburt. Das ist in seiner Lebenswirklichkeit, also im antiken Indien, eine durchaus verbreitete Vorstellung gewesen, die auch allen in anderen Religionen sehr geläufig gewesen ist. Und auch wir aus dem Westen kennen zum Beispiel aus der griechischen Antike, denken Sie an Pythagoras oder so etwas, ähnliche Wiedergeburtsvorstellungen. Neu am Buddhismus ist allerdings, dass er dieser Idee der Wiedergeburt eine ganz eigene Interpretation gibt. So, um zu verstehen, was Wiedergeburt für den Buddha bedeutet und welche Rolle die Wiedergeburt innerhalb des buddhistischen Denkens spielt, müssen wir uns erstmal klar machen, dass diese Idee von Wiedergeburt für den Buddhismus eingebettet ist in eine sehr komplexe Kosmologie. Der entscheidende Punkt daran ist, es gibt für den Buddhismus oder für die buddhistische Vorstellung vom Universum deutlich mehr in der Realität als nur unsere menschliche Lebenswelt. Eine Wiedergeburt kann prinzipiell überall im Universum stattfinden und unsere Welt, in der wir hier existieren, das ist nur eine von vielen möglichen Stätten der Wiedergeburt. Dieses gesamte Reich der Wiedergeburt, das insgesamt dem Karma unterliegt und das man auch zusammenfassend als die Sphäre der Nichterlösten bezeichnen könnte, das wird im Buddhismus das Samsara genannt. Samsara und Nirvana, das sind die beiden Gegensätze, die die gesamte Realität umfassen. Samsara, das ist das, was dem Gesetz des Karma unterliegt, der Bereich des bedingten Entstehens, die Realität der Unerlösten, das ist so das, was wir kennen. Und daneben gibt es Nirvana, die Sphäre der Erlösung. Beides zusammen ist die gesamte Wirklichkeit. Nun, dieses Samsara kennt insgesamt für den traditionellen indischen Buddhismus, da gibt es dann regionale Unterschiede in den späteren Entwicklungen, auf die müssen wir jetzt aber nicht eingehen. Also für den traditionellen indischen Buddhismus besteht dieses Samsara aus den sechs Reichen der Wiedergeburt. Dargestellt werden diese sechs Reiche oft in einer symbolischen Form im sogenannten Rad des Lebens oder Rad des Entstehens, dem Bhava Chakra. Schauen wir uns mal ein solches Bhava Chakra ein bisschen näher an. Sie sehen jetzt hier in der Mitte
das Rad des bedingten Entstehens. An der Außenseite dieses Rades haben sie 12 verschiedene kleine Darstellungen und die symbolisieren die 12 Elemente des bedingten Entstehens, über die wir beim letzten Mal bereits gesprochen haben. Das Ganze beginnt da oben mit diesem blinden Kerl, der da so rumtappert. Blindheit steht hier natürlich für die Unwissenheit, die am Anfang des Prozesses des bedingten Entstehens steht. Sie sehen aber auch, das Ganze ist zyklisch und dreht sich immer im Kreis, sodass klar ist, dass Ursachen Wirkungen und Wirkungen Ursachen sind. Die einzelnen Bilder haben übrigens eine spezifische Bedeutung und es gibt auch eine ganz spezifische Ikonografie, welche Darstellungen für welches Element des bedingten Entstehens verwendet werden. Können wir jetzt hier nicht näher drauf eingehen, leider. So, in der Mitte des Ganzen sehen Sie das, was alles am Laufen hält. Sie sehen nämlich die drei Gifte, Verblendung, Hass und Gier, hier symbolisiert durch ein Schwein, eine Schlange und einen Hahn. Also das ist natürlich das Symbol des Durstes, des negativen Anhaftens, was das ganze Rad in Bewegung hält. Das, was der Motor ist, der alles antreibt. So, wenn Sie sich das Rad selbst anschauen, dann sehen Sie da insgesamt 6 Felder. Die stehen für die 6 Reiche der Wiedergeburt. Auf der unteren Hälfte des Rades sehen Sie die Reiche der Hölle, der Tiere und der sogenannten Hungergeister. Also Hungergeister sind ein spezieller Aspekt der buddhistischen oder indischen Mythologie. Geistwesen, die von Hunger und Durst gequält werden können, den sie niemals stillen können. Diese unteren drei Reiche, das sind die negativen Reiche der Wiedergeburt, in denen man ungern wiedergeboren werden möchte, weil da das Leiden sehr groß ist. Die obere Hälfte des Rades, das sind dann die eher guten Reiche der Wiedergeburt. Da sehen Sie das Reich der Götter, das Reich der Menschen und das Reich der Titanen. Titanen, Asuras ist das im Sanskrit. Ja, das sind so eine Art Dämonenwesen oder Halbgötter, die zwischen Göttern und Menschen stehen und deren Leben stark von Kampf und Streit geprägt ist. Dennoch gelten die als eine positive Wiedergeburt, so wie die beiden anderen hier oben auch. Die beste Wiedergeburt von allen ist übrigens die menschliche Wiedergeburt. Warum? Naja, einerseits leidet man in der menschlichen Wiedergeburt nicht so viel, wie zum Beispiel die Tiere leiden oder wie man in der Hölle leidet, sodass man genug Raum hat, um überhaupt über Erlösung nachzudenken. Die Tiere leiden viel zu sehr. Die Tiere haben keine Zeit, sich Gedanken über Erlösung zu machen. Sie sind damit beschäftigt, gefressen zu werden oder so etwas. Auf der anderen Seite, den Göttern geht es zu gut. Die Götter leiden fast gar nicht und sind deswegen gar nicht daran interessiert, irgendwie nach Erlösung zu streben. Bei uns Menschen ist das anders. Wir treffen so ungefähr den sahnigen Punkt in der Mitte, wo es einerseits genug Leiden ist, um uns ein Motiv zu geben, uns um Erlösung zu bemühen, aber andererseits zu wenig Leiden, um uns komplett darin gefangen zu halten. Das ist übrigens ein Punkt, der später für die buddhistische Ethik nochmal relevant werden wird. So, wenn Sie sich dieses Rad insgesamt anschauen, dann stellen Sie ohne weiteres wahrscheinlich fest, dass da eine gewisse Dynamik drin ist. Dynamik heißt, alles ist permanent in Bewegung und kein Zustand ist permanent. Das gilt übrigens dann auch für den Zustand der Götter. Auch die Wiedergeburt im göttlichen Reich ist nicht von Dauer. Die Götter leben zwar sehr, sehr viel länger als Menschen, also viele Millionen Jahre, aber auch sie sind dem Kreislauf der Wiedergeburt und der Vergänglichkeit unterworfen. Auch Götter sterben irgendwann und werden dann wiedergeboren als irgendwas anderes, gemäß dem Gesetz des Karma. Keine Ausnahmen. Wenn Sie nochmal etwas genauer sich die einzelnen Reiche der Wiedergeburt anschauen, dann stellen Sie hier auch fest, in jedem dieser Reiche gibt es einen Buddha. Das bedeutet, egal wo wir uns befinden im Universum, Erlösung ist immer möglich. Und schließlich, der fiese Kerl, der das Ganze festhält, das ist Mara. Mara, das ist die Personifikation des Leidens oder so etwas wie der buddhistische Satan, wenn Sie so wollen. Ist also auch relativ leicht zu verstehen. Das Leiden hält das gesamte Samsara, den gesamten Kreislauf der Wiedergeburt mit allen Reichen fest umschlossen. Jenseits davon, oben in der Ecke, sehen Sie den Buddha. Und in der anderen Ecke sehen Sie
das Rad des Dharma, manchmal findet man hier auch einen Mond, und die symbolisieren dann natürlich die Erlösung, das Nirvana, also den Ausweg aus dem Samsara. Jenseits von Wiedergeburt und Leiden liegt das Nirvana, liegt der Buddha. So, wir sehen also an dieser kosmologischen Darstellung, dass Existenz oder das gesamte Dasein des Universums im Buddhismus zyklisch und dynamisch verstanden wird. Das, denke ich, ist ein ganz wesentlicher Unterschied zu unseren westlichen Vorstellungen vom Verlauf der Geschichte. Also es gibt keinen linearen Verlauf für den Buddhismus. Es ist nicht so, dass die Geschichte sich permanent geradeaus auf ein gewisses Ziel hinbewegt, so wie das beispielsweise Kant oder Hegel gedacht haben, die der Meinung waren, die Geschichte der Menschheit ist ein permanenter Weg aufwärts zu einem besseren Zustand. Sondern für den Buddhismus gibt es nur ein andauerndes Auf und Ab, einen ewigen Kreislauf, der mal besser, mal schlechter für uns aussieht. Das ist ein ganz wesentlicher Unterschied zum westlichen Denken, insbesondere zum westlichen Denken, wenn es vom Christentum geprägt ist. Für das Christentum gilt, das Leben ist immer die letzte Chance. Das Universum beginnt mit der Schöpfung und es endet mit dem jüngsten Gericht. Und dazwischen läuft es geradeaus, ununterbrochen, vom ersten Tag zum letzten Tag. Und alles, was zwischen dem ersten und dem letzten Tag passiert, ist einmalig und unwiderruflich. Für den Buddhismus sieht die Sache anders aus. Für den Buddhismus erstreckt sich die Welt unendlich weit in die Vergangenheit und in die Zukunft. Und alles kann sich und wird sich im Lauf endloser Wiedergeburten wiederholen. Es ist niemals die letzte Chance. Selbst wenn es in diesem Leben nicht funktioniert, es gibt immer ein nächstes Leben, in dem alles wieder anders sein kann und sein wird. So, nun aber zum eigentlich philosophischen Problem. Wie kann es denn eigentlich eine Wiedergeburt geben, wenn es kein Selbst gibt? Wir haben ganz klar festgestellt, der Buddha lehrt, es gibt kein Selbst, es gibt keinen Wesenskern, keine beständige Substanz der Person. Aber wie ist denn die Idee einer Wiedergeburt mit dieser Nicht-Selbst-Lehre vereinbar? Nun, wir sind gewöhnt daran, von Wiedergeburt auch als von Seelenwanderung zu sprechen. Und es gibt durchaus Wiedergeburtsvorstellungen, die man so charakterisieren kann. Also, wie gesagt, antikes Griechenland, Pythagoras oder auch das hinduistische Indien. Da kennt man solche Seelenwanderungsvorstellungen der Wiedergeburt. Für den Buddhismus kann es das aber nicht sein. Es gibt ja gar keine Seele, die wandern könnte. Eine unsterbliche Seele, das wäre genau das, was der Buddha ablehnt, das wäre eine Substanz des Selbst. Was heißt es aber dann? Naja, Wiedergeburt heißt für den Buddhismus die Kontinuität eines Prozesses. Wir haben ja bereits gesehen und ich habe es bis zum Exzess betont, alles ist ein Prozess. Auch wir sind Prozesse. Wir sind Prozesse, die sich permanent weiterentwickeln. Wenn wir uns aber permanent weiterentwickeln, dann ist eigentlich doch auch der Tod nur eine weitere, relativ große Veränderung innerhalb dieses immer weiter fortlaufenden Prozesses. Das heißt, im Grunde kennen wir das, was die Wiedergeburt sein soll, schon aus der alltäglichen Erfahrung. Es ist einfach nur der Prozess, der wir sind, sich fortsetzt von der Vergangenheit in die Zukunft. Der Buddha gebraucht ganz gerne den Vergleich mit einer Kerzenflamme, um das zu illustrieren. Wenn ich an einer Kerze eine andere Kerze anzünde, die Flamme also von hier nach da überspringt, ist das dann dieselbe Flamme oder ist das eine neue Flamme? Nun, weder noch eigentlich. Es ist ja nichts vollkommen Neues, sondern aus dem bisherigen hervorgegangen. Aber es ist trotzdem distinkt davon oder unterscheidbar davon. Wir haben also einfach nur eine Kontinuität zwischen der früheren Flamme und der jetzigen Flamme. Diese Kontinuität ist genau das, was die Wiedergeburt ausmacht. Machen wir es mit einer anderen Analogie nochmal klar, die wir auch schon mal benutzt haben, um dieses Prozessdenken zu illustrieren, nämlich das Wetter. Also das Wetter, wissen wir alle, ist ein fortlaufender Prozess und innerhalb dieses fortlaufenden Prozesses könnte es zum Beispiel letzte Nacht ein Gewitter gegeben haben. So, bei diesem Gewitter fällt Regen zu Boden und jetzt kommt am nächsten Tag heute die Sonne raus, scheint auf den Regen, der in den Pfützen auf dem Boden steht und sorgt dafür, dass das Wasser, das gestern noch vom Himmel gefallen ist, jetzt verdunstet und wieder aufsteigt. Und aus diesem aufsteigenden Dunst bilden sich neue Wolken. Jetzt könnte man im buddhistischen Sinne sagen, diese Wolken sind die Wiedergeburt des Gewitters von letzter Nacht. Warum?
weil es einen kontinuierlichen Prozess gibt, der vom Gewitter letzter Nacht zu diesen Wolken hier führt. Wiedergeburt ist also eigentlich überhaupt nichts Besonderes. Wiedergeburt ist nur das, was ohnehin die ganze Zeit mit uns passiert. Wiedergeburt ist die Fortsetzung, die kontinuierliche Fortsetzung, ununterbrochene Fortsetzung eines komplexen Prozesses, innerhalb dessen sich bestimmte Bestandteile geändert haben. Klar, bei unserem physischen Tod wird dieser Prozess relativ stark durcheinander gewirbelt und viel verändert sich an diesem Prozess, aber es gibt eine Kontinuität. Er reißt nicht ab, es beginnt nicht ein neuer Prozess, sondern der Prozess setzt sich zu anderen Bedingungen weiter fort. So gesehen könnte man eigentlich sagen, wir werden von jedem Moment zum nächsten wiedergeboren. Und wenn wir damit kein Problem haben, das anzuerkennen, also wenn wir sagen können, wir sind jetzt, heute, die Fortsetzung der Person, die wir vor 10 Jahren einmal gewesen sind, dann sollten wir prinzipiell auch zumindest kein großes Problem mehr damit haben zu sagen, dass wir nach einer Wiedergeburt die Fortsetzung der Person sein könnten, die wir jetzt sind. Aber wie sollten wir denn eigentlich leben, um eine möglichst gute Wiedergeburt zu erlangen? Das ist jetzt die Frage nach der buddhistischen Ethik und mit der müssen wir uns dann beim nächsten Mal auseinandersetzen.